Lieben Freunde, hier ist euer Steinwall. Zurück im Königreich Schweden. Wir sind im Jahr 980 vor Christus und langsam überschlagen sich hier so ein bisschen die Ereignisse. Einerseits wachsen die Spannungen hier mit unseren Nachbarn Deutschland. Andererseits gibt es jetzt Bedürfnis nach Hygiene. Und wir sind auf dem Weg in Richtung einer ernsthaften Seuche, Viruserkrankung, einer Krise. Dazu kommen wir gleich. Es gibt aber noch mehr Sachen. Vielleicht kehren wir nochmal zurück zum Thema dieser Produktionsketten, weil da ist mir noch eine Geschichte aufgefallen. Und zwar der Grundanlass, warum mir das aufgefallen ist, sind diese roten Symbole. Wir können keine Oliven mehr importieren. Das haben wir bisher offenbar gemacht, war mir auch nicht so richtig klar, von Deutschland. Das war ein Import aus Deutschland. Hier haben die ihre Oliven vermutlich. Und ich gehe mal davon aus, aufgrund der Tatsache, dass Deutschland inzwischen feindlich uns gegenüber ist, ist dann dieser Handel auch unterbrochen worden. Das ist das eine. Das zweite, was hier aber jetzt interessant ist, dass trotzdem wir nach wie vor einmal Speiseöl produzieren. Und das bedeutet, dass das, was ich zuletzt dachte, ich war da ein bisschen durcheinander gekommen, dass man wirklich immer zweimal die Voraussetzungsprodukte haben muss, um dann die zwei herstellen zu können, nicht der Fall ist. Es genügt also, einmal Oliven zu haben, die produzieren wir ja selbst und die werden dann auch in einmal Speiseöl umgemünzt. So, das ist natürlich auch wichtig für die anderen Produktionsketten, dass wir das jetzt einmal richtig festgehalten haben. Das war so, wie ich es ursprünglich gedacht habe und dann bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, weil die Zahlen hier nicht so stimmten, wie ich dachte. Okay, so, das bedeutet aber, das ist jetzt unschön, wir können jetzt gar nichts mehr importieren, außer Handelsgüter. Das ist allerdings, ja, jetzt mal 8, das können wir uns inzwischen leisten, ne? Wir haben plus 18. Ich denke, das machen wir, im Moment zumindest, vielleicht kehren wir später zu den Oliven zurück, weil plus 1 Kultur ist schon sehr, sehr, sehr stark. Wir haben nur plus 3,2, jetzt plus 4,2. Und das lässt mich vielleicht auch in die Richtung gehen, dass wir vielleicht entweder einen Siedler losschicken wieder oder vielleicht so die nächste Stadt integrieren, weil das Problem ist, dass das immer Kultur kostet. Ja, minus 3 von Regionen. Warum eigentlich minus 3 von Regionen? Wir haben 1, 2, 3, 4. Zählt die Hauptstadtprovinz nicht? Das könnte sein. Mhm. Das heißt aber, wenn ich jetzt eine extra Stadt gründe, dann sind es minus 4 von Regionen. Aber das Integrieren der Stadt, das kostet doch keine Kultur, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Naja, okay, gut. Nochmal wichtig zu verstehen. So, also das haben wir gemacht. Dann das nächste ist das Thema Diplomatie. Ja, ich denke, es wäre schon schön, wenn wir das wieder zurückdrehen können. Wir können mal bei den Deutschen anklopfen und einfach mal versuchen, Neutralität wiederherzustellen. Vielleicht sagen sie ja, ja, die Nachricht ist gesendet worden. Es ist spannend. Wir könnten nachher auch überlegen, ob wir einen Gesandten zum Beispiel nach Großbritannien schicken. Denn auch mit denen könnten wir handeln. Auch die haben Oliven. Das wäre auch nicht schlecht. Oder wir nutzen eben unsere Diplomatiepunkte, um die Beziehung mit Deutschland wieder irgendwie gerade zu rücken. Also das ist auch eine Option. So, was ich dann noch gesehen habe, ist, dass hier wieder ein neues Camp entstanden ist im tiefen Wald. Und die Boni sind wirklich sehr attraktiv. Ich denke darüber nach, dass wir das bekämpfen. Ich werde aber, ich glaube, eine Einheit zurücklassen, die beiden mitnehmen. Die vereinigen sich dann dort. Das dauert jetzt ein bisschen. Das Ganze mag jetzt sehr riskant aussehen, denn Deutschland, feindselig, die Dinge könnten sich zu einem Krieg entwickeln. Wir haben aber ein paar Optionen. Wir haben die Möglichkeit, über Kriegsführung Freiwillige zu holen. Wir haben die Möglichkeit, über Kulturpunkte eine Armee aufzustellen, Speerträger und Armbrust. Das heißt, wir könnten relativ kurzfristig Truppen mobilisieren. Würde gehen. Okay, gut. Das dazu und dann noch hier zum Thema Viruserkrankung. Also es ist wohl tatsächlich so, dass aufgrund der Tatsache, dass wir hier die Bedürfnisse an Hygiene nicht erfüllen, wir jetzt hier so ein Seuchenproblem bekommen, plus 1 pro Runde. Und wenn wir 20 erreicht haben, dann legen wir das Zeitalter
der Seuchen fest als das zukünftige. Das wäre dann ein Krisenzeitalter. Jedes Zeitalter hat immer auch so eine Krisensituation und würde dann natürlich hier zu ganz anderen Technologien führen und würde auch vor allem die Spielregeln wahrscheinlich dramatisch verändern. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass bei Krisenzeitaltern immer jeder mit jedem im Krieg ist oder so. Keine Ahnung, ob es auch beim Zeitalter der Seuche so ist. Ja, das sollten wir vermeiden. Klingt irgendwie jetzt nicht sehr sonderlich attraktiv. Die Frage ist, wie vermeiden wir das? Wir brauchen Hygiene. Es gibt da nur zwei Möglichkeiten. Entweder den Weg, den wir gegangen sind. Das dauert erstmal 8 Runden, bis wir die Forschung haben. Danach müssen wir noch das Aquädukt bauen. Die Alternative ist, diesen Müllplatz zu bauen. Das Blöde allerdings an diesem Müllplatz ist, die Müllgrube, es kostet 32 Verbesserungspunkte. Wir haben 0 aktuell, plus 4 jede Runde. Das sind also auch nochmal 8 Runden. Ja, und dann haben wir halt diesen Müllplatz, der uns Platz wegnimmt. Ich würde mal sagen, wir warten die 8 Runden ab und gucken mal, ob wir noch rechtzeitig, sind wir bei plus 9 oder so, ob wir noch rechtzeitig das Aquädukt dann bauen können. Ansonsten sparen wir bis dahin die Punkte auf, nur so aus Sicherheit, und werden dann den Müllplatz nutzen. Genau, so, damit wäre erstmal alles gesagt. Jetzt immer noch die spannende Frage. Wir könnten auch die Regierungspunkte nutzen, statt eines Siedlers hier in Richtung Königreich voranzugehen. Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist Forschung in Auftrag geben. Das gibt uns eine Domänenkraft, Wissen zu erzeugen durch Vasallen. Allerdings reduziert sich dann der Wohlstand. Mhm. Aber wir wollen auf jeden Fall hier hinten hin, weil das ist die Voraussetzung für eine friedliche Revolution. Wir bekommen plus 2 Kultur auch nochmal. Ja, also für mich steht jetzt zur Debatte. Erzeuge ich einen Siedler und gründe dort die nächste Stadt? Oder gehen wir hier schon in Richtung Forschung, Wissen? Ich meinte, das könnte man vielleicht sogar machen, um auf diese Art und Weise schneller zur Infrastruktur zu kommen. Allerdings werden wir ja jetzt diese Punkte auch wieder ausgeben. Das Problem ist, hier können wir eh im Moment keine Stadt gründen wegen dieses Camps. Das muss erst bereinigt werden. Und ehe wir da sind, das dauert 6, 7, 8 Runden. Das heißt, das ist jetzt auch nicht sinnvoll, das jetzt zu starten. Insofern würde ich tatsächlich sagen, wir gehen hier weiter und schauen uns das mal an. Wir werden das hier freischalten und haben damit eine neue Domänenkraft. Genau, die kostet uns 20. Also erzeugt Wissen durch einen Vasallen basierend auf seiner Bevölkerung und seinem Wohlstand. Reduziert den Wohlstand. Größer oder gleich 50% Wohlstand, alles klar. Das Schöne ist nämlich, dass Trelleborg tatsächlich schon mal auf Stufe 2 angewachsen ist. Hier lohnt sich das vielleicht. Also in den nächsten 20 Punkte werden wir dann so investieren. Erkundung kann erstmal, brauchen wir nicht nutzen. Bei den Seefahrern warten wir nämlich eigentlich auf die 65, das passt. Dann ist mir auch aufgefallen, Kriegsführung geht jetzt nur noch sehr langsam voran, plus 1. Offenbar sind diese Boni dieser Stammesregierung waren relativ groß, was Kriegsführungspunkte betroffen hat. Wir kriegen jetzt nur noch plus 1 aus Örebro-Region. Wobei, nee, ja genau, weil wir da dieses eine Gebäude gebaut haben. Ja, das ist nicht so viel, ne? Es ist, wie es ist. Gut, wir beenden mal die Runde. Und gucken mal, wie die Deutschen reagieren auf unseren Versuch. Abgelehnt. Ja. Naja, auf unseren Versuch, die Dinge wieder gerade zu rücken. So, da kommen tatsächlich echt jetzt schon Elite-Barbaren. Und unsere Verstärkung ist noch nicht rechtzeitig da. Dann muss hier die Miliz kämpfen. Aber die werden das schaffen. Die werden das schaffen, während wir hier unten ein bisschen weiter erkunden. Und eine weitere russische Stadt ganz im Süden des Kontinents entdecken. So, auch hier erkunden wir. Okay. So, Diplomatie haben wir jetzt die erste Möglichkeit, aber integrieren wollen wir nicht. Also ich denke, entweder Händler erstellen oder Gesandten erstellen. Das ist das, was wir tun werden. So ist es. Die Krise schreitet voran. In einer Runde haben wir wenigstens das Monument. Gucken mal, wie es dann weitergeht. Ja, sie haben uns noch nicht angegriffen.
Schade, wir kommen aber trotzdem nicht ganz rechtzeitig an. Ein Schritt fehlt uns. Ich denke mal, sie werden uns in der nächsten Runde dann angreifen. Das ist natürlich ein bisschen Pech. Ärgerlich. Okay. Das hier allerdings ist jetzt unglücklich. Da sind Barbaren. Da müssen wir eigentlich gleich wieder abhauen. Da können wir, solange die nicht besiegt sind, nicht weiter erkunden. Hier allerdings. Gucken wir, ob wir die Deutschen noch weiter südlich treffen. So, wir könnten Kulturkraft anwenden, aber ich hatte ja gesagt, das will ich mir vielleicht noch aufbewahren, um im Notfall eine Armee aufzustellen. Falls es mit den Deutschen doch schwieriger wird, dann machen wir also jetzt nichts. Und hier ist das Monument gebaut, das heißt, wir wachsen dort schneller. So, und was wir als nächstes benötigen, meines Erachtens, ist Sitze der Macht, um mehr Regierungs-EP zu bekommen und auch noch zusätzlich Diplomatie-EP, das ist sehr gut. Wird gemacht. Und danach brauchen wir einen Tempel, weil der Tempel bringt uns auch nochmal Kultur und Wissen. Das scheint mir auch super wichtig zu sein. So, die Kulturkraft will ich nicht verwenden. Muss ich sie denn jetzt verwenden? Nein, ich muss nur einmal raufklicken. Dann geht das so. Hier haben wir jetzt... Oh, hier ist jetzt auch Wohnraum vonnöten. Und das ist natürlich der nächste Bereich, in dem wir Verbesserungspunkte wieder investieren müssen. Eieieiei. Na gut, das geht in die Nahrung. Naja. Hätten wir dieses Problem nicht mit der Hygiene, könnten wir schön unsere Siedlung weiter ausbauen, aber es ist nun mal, wie es ist. So, wie ist diese Schlacht ausgegangen? Ja, mit unserer Elite-Sperrkämpfeinheit, die Milizen... Oh, er kämpft hinten gegen die, okay. Die macht nicht so viel Schaden. Die macht, hat halt eine gute Abwehr. Ne? Das ist der große Vorteil daran. Kriegt nur 5 Schaden. Ja, das war doch eine hervorragende Verteidigung, die uns nicht nervös machen musste. So, wir vereinen die Armeen und ziehen dann weiter hierhin. 5 Runden dauert das auch. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man die in einen Transporter lädt. Ja, das ist natürlich mit Abstand schneller, ne? Nächste Runde dort und dann wieder ausladen. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg. So, wir schauen mal, sind die... Ja, die Barbaren sind bekämpft, hervorragend. Dann bleiben wir einfach mal da stehen. Während wir hier diese Küste weiter abreiten. So, erneut möchte ich eigentlich die Kulturkraft nicht verwenden. Wir haben immer noch die Kriegsgefahr bezüglich der Deutschen. Und ich checke mal wieder, ob es für uns irgendwas Sinnvolles zu tun gibt. Hier sind wir immer noch bei Nahrung 200%. Kein Thema. Nö. Ich würde sagen, nicht. Und das sparen wir noch ein bisschen an. Also geht es weiter. Ah, hier breiten wir uns aus in die Hügel. Schön. So, hier können wir die Bewegung fortsetzen. Ei, nein! Ah, verdammt! Können wir aussteigen direkt? Ach du Schreck. Aber er hat eine Verteidigung von 8. Das müsste so ausreichen, dass sie nicht irgendwie sterben. Mann. Das ist natürlich bitter. Ja, das hätte ich mir vielleicht denken können, dass an dem Camp auch Barbarenkanus auftauchen. Uiuiuiui. Okay. Gut, allerdings ist es jetzt doch relativ sicher. Also ich denke mal, wir schaffen das zu besiegen. Das, naja gut, wir brauchen wieder 31, um hier neue Siedler herzustellen. Darauf warten wir dann jetzt mal. Oder wir machen das mit der Forschung. Um das mal auszuprobieren. So, wir haben hier eine unabhängige Stadt, da können wir rein. Oh, da sind die Barbaren. Was sind denn das eigentlich? Barbaren-Kavallerie haben wir tatsächlich hier unten. Ja, du bleibst auf jeden Fall erstmal da stehen. Hier kommt ein dicker Wald. Wir versuchen durchzulaufen. Wieder stellt sich die Frage nach der Kulturkraft. Klar, da könnten wir auch die Forschung mit nach vorne bringen. Aber, wie gesagt, wir wollen einsatzbereit sein.
So, hier bauen wir einen Markt. Das ist natürlich ein bisschen schade und ärgerlich, weil wir jetzt gar keinen Vertragspartner für den Markt haben. Ein Händler wäre möglich. Unsere Einnahmen sind aber gut. Ich würde, glaube ich, also entweder den gesamten erstellen und ihn zu den Briten bringen, so dass wir mit dem Briten Handel betreiben können. Also, ne, Güterhandel meine ich jetzt. Oder wir sparen die auf, um über diesen Weg hier Beziehungen irgendwie zu verbessern. Was, oder eine Botschaft zu öffnen. Was ich aber gerade sehe, das wird besser hier, das Verhältnis. Im Übrigen, der Handel wirkt jetzt hier noch stärker mit rein. Handel plus 60, das scheint irgendwie aufzuwachsen mit der Zeit. Das finde ich an sich eine gute Sache. Insofern hoffe ich, dass wir hier wieder gute Verhältnisse herstellen können mit der Zeit. So, wir werden angegriffen. Wir haben Schaden genommen. Vermutlich auch die Kampfeinheiten, die da quasi hinterstehen. 9. Wow. Gott sei Dank verteilt er das ganz gut. Ach, wir konnten uns gar nicht wehren. Ach du Schreck. Naja. So, kann ich jetzt hier raus? Von Transporter entladen. Ja, das geht. Gut. Oh, aber es sieht so aus, als hätten die Kampfeinheiten direkt keinen Schaden bekommen. Dann ist das Ganze ja nochmal gut gegangen. Dann werden wir aber jetzt hier unsere Galeere heranziehen, die dann die bekämpfen wird. Das hätten wir wirklich vorher machen müssen. Und jetzt ist das die Frage, ne? Probieren wir das mal mit der Forschung? Ich denke ja, wir probieren das mal. Wir gucken mal, was wir bekommen. Wie kann man das festhalten? Forschungskosten insgesamt 42. Haben wir schon 42 jetzt angesammelt? Wir bekommen 5,2 insgesamt. Hier ist so ein Balken. Ich würde gerne jetzt wirklich ganz genau wissen, wie viel wir jetzt dafür bekommen. Also ich probiere es einfach mal aus. Wir nutzen jetzt diese neue Regierungsmacht, Forschung in Auftrag geben. Kraft einsetzen. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich den Vasallen definieren. Und wir sehen... Ach, warte mal, das ist dauerhaft plus 2. Es gibt minus 50% Wohlstand, aber dauerhaft plus 2 Wissen. Das ist ja gut. Das finde ich stark. Wahrscheinlich wegen 2 Bevölkerung. Aber 2 Wissen, von 5 auf 7 zu gehen, das machen wir. Im Moment wird es noch nicht angezeigt. Wahrscheinlich erst in der nächsten Runde. Aber wenn das so ist, finde ich das recht mächtig. Bin ganz zufrieden, dass wir das gemacht haben. So. Ingenieurskunst. Pionier brauchen wir nicht. Diplomatie, Bestechung und Händler ist möglich. Wir warten noch auf den Gesandten. Da sind immer noch die Barbaren. Versuchen uns hier so durchzuarbeiten. Und reiten hierhin, um mehr von dem Kontinent noch zu erfahren. So, solange wir unsere Armee nicht zurückhaben, werde ich die Kulturkraft nicht verwenden. Aber es wird ja weiter angesammelt. Wir sehen das hier. Es ist 61 oder 60,95 von 48. Es geht dadurch nichts verloren, zum Glück. Wir haben den Markt gebaut. Ja, das ist insofern gut, weil wir jetzt noch mehr Diplomatie-EP bekommen. Aber eben die ausländischen Importe sind jetzt, ja, die können jetzt nicht erfolgen. So, ich glaube, wir werden hier mal einen Kran bauen. Der gibt uns einfach einen Verbesserungspunkt mehr. Wobei Tempel auch super wichtig ist, weil er Kultur bringt und Wissen. Slots für heimische Exporte finde ich auch ganz spannend mit dem Lagergebäude. Ah, es gibt so viele coole Sachen, die man bauen kann. Einfluss ist hier vielleicht ganz so wichtig. Ah, ich mache mal einen Kran, damit wir hier mehr von den Punkten bekommen. Die sind ja wirklich sehr, sehr entscheidend. Okay. Das heißt, es wäre übrigens cool vom Interface, wenn man hier immer direkt sehen würde, wie viel man jede Runde dazu bekommt. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Information. Hier bekommen wir zum Beispiel, da sieht man nämlich die Stärken und Schwächen. Hier bekommen wir nämlich plus 4 Diplomatie. Ingenieur bekommen wir plus 1. Kriegsführung bekommen wir plus 1. Erkundung bekommen wir plus 4. Und Regierung ebenfalls plus 4. Ne? Also da weiß man, wo sind die eigenen Stärken und wie schnell kommt irgendwas zusammen. Schon recht wichtig, diese Information.
So, die Barbaren greifen uns an. Ich sehe allerdings ehrlich gesagt gerade nicht, wie diese plus 2 Forschung jetzt hier zu uns kommen. Habe ich da was missinterpretiert? Also der Wohlstand ist abgezogen worden, aber ich sehe nicht, wo die Forschung uns draufgeschlagen wird. Wir gehen hier nochmal rein. Wir sehen, es bleibt auch bei 5,1. Was war denn das? Oder ist das möglicherweise ein Bug? Das wäre natürlich super ärgerlich. So, hier wurden wir angegriffen, aber die Galeere wird kurz einen Prozess gemacht haben. Ja, keine Überraschung. Das heißt, wir können erstmal in unsere Grenzen hier zurück. Und dann greifen wir das Camp an. Armbrust. Ich weiß gar nicht, ob die Armbrust auch indirekt schießen kann. Oh, der hat ja nichts. Oh mein Gott, 43 Schaden. Ja, er kann also auch drüber schießen. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem nicht in dieser Runde schaffen. Aber der Gegner ist erstmal ausgeschaltet. Also die Armbrustschützen sind ja unfassbar mächtig. Haben auch einen extremen Angriffsvorteil gegen Linieneinheiten. Wahnsinn. Nächste Runde haben wir das. Ja. Naja, wenn wir wieder Regierungspunkt zusammen haben, dann kommt der Siedler dorthin. Die Entscheidung ist getroffen. So. Okay, die Barbaren blockieren das jetzt ein bisschen. Da können wir erstmal nicht weiter. Reiten wir hier hin. Das zieht sich da unten noch entlang. Kultur, kennt ihr das Thema? Sitz der Macht haben wir gebaut. Was uns jetzt nochmal mehr Regierung gibt. Und ich glaube auch plus 1 Diplomatie, oder? Wir sind jetzt bei plus 5. Ja, sehr schön. Und Regierung bei auch plus 5. Wunderbar. Was bauen wir denn jetzt hier? Wir sind in Upplands Väsby, genau. Den Tempel fand ich sehr attraktiv, weil er uns nochmal Kultur und Wissen gibt. Dann werden wir nämlich langsam richtig gut, denke ich, werden in der Forschung. Sind wir hier Unruhe minus 3? Das ist also kein Problem. Wir bauen den Tempel, ja. Das machen wir als nächstes. 3 Runden. Super. Und dann haben wir auch wirklich so viel Kultur, dass es kein Problem ist, wenn wir weiter expandieren. Zumindest was die Kulturpunkte betrifft. Schauen kurz. 42 sinkt weiter leicht ab. Das ist beruhigend. Und Diplomatie. Oh, hier ist der Moment gekommen. Gesandte erstellen. Können wir den hier unten erstellen? Ja, perfekt. Ich will tatsächlich die Beziehungen mit Großbritannien aufbauen, damit wir da einen Handel machen können. So, und jetzt ist die Frage, muss man damit also Verhandlungen aufnehmen? Setze diesen Gesandten in der Region einer anderen Nation ein. Ja gut, das heißt, wir müssen einfach nur hier rüberziehen und können das direkt machen. So, damit haben wir jetzt Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich. Ja, und damit müsste jetzt hier ein Handel wieder möglich sein. Und zwar in beiden Städten. Ja, hervorragend. Aber die haben tatsächlich keine Oliven. Ja, und Vorprodukte zu kaufen, die wir jetzt nicht verarbeiten, ist auch nicht sehr sinnvoll. Dann, glaube ich, bleiben wir bei unseren Handelsgütern. Schade drum. Und gucken wir mal, ob wir hier was Sinnvolles dazu kaufen können. Ja, klar, es ist dasselbe Angebot. Wir könnten nochmal Kultur uns gönnen. Plus 11. Im Moment weiß ich gar nicht so richtig, was wir mit dem Geld anfangen. Deswegen mache ich das, glaube ich, mal. Plus 10 für Bauholz, für 4 Produktion ist natürlich auch nett. Aber Kultur ist noch stärker. Warum kann ich es nicht anklicken? Achso, ich kann es anklicken. Es ist schon unten eingeloggt gewesen. Ja, ich nehme das mal hier rein. Ist in Ordnung. Wir haben jetzt nur noch ein Plus von 3, aber dadurch
müssten wir jetzt gleich nochmal mehr Kultur bekommen. Und langsam kann ich mir überlegen, ob ich das dann auch jetzt hier nutze. Zum Beispiel für ein Heureka. Plus 25 Wissen, schon sehr, sehr stark. Ist es Spitzenforschung? Achso, Innovation, das ist auch ganz cool. Gibt es ja immer positive Events. Gut, ihr bleibt hier. Und das ist hier nochmal wichtig. Wir können die Stadt erweitern. Oh ja, das machen wir mit Örebro. Also mit Christianstadt. Das ist cool, weil jetzt können wir die spezialisieren. Und wir werden jetzt hier eine Bauernstadt machen. Ah, das ist schade. Das ist halt nur für Bauernhof. Ah, nee. Tatsächlich, Bauernhofverbesserungen sind auch Plantagen und ist auch sicher die Mühle und sowas, ne? Oder? Nee, sehe ich nicht. Die Mühle ist da nicht. Egal, wir werden hier Plantagen haben. Im Moment haben wir nur ein Feld, aber eine Plantage kommt noch dazu. Wir machen hier eine Bauernstadt. Wir gucken mal. 4 Vermögen. Jetzt zusätzlich immerhin nochmal 2 Nahrung noch dazu. Ist doch in Ordnung. So, 60. Bei 65 kriegen wir die Schneckenhäuser. Das wird dann auch nochmal spannend werden. Also können wir die Runde beenden. Ui. Spanien wurde eliminiert. Eieiei. Haben wir gleich kennengelernt. Werden wir auch nicht mehr kennenlernen. Das war jetzt reine Formsache. Raffinierte Kuriositäten. Die Barbaren haben in ihrem Lager raffiniert aussehende Kuriositäten. Ja, ich denke, wir nehmen die Innovationspunkte mit. Gefällt mir besser. Jetzt haben wir plus 16, 2% Chance auf ein gutes Ereignis. Das ist okay. So, die schicken wir jetzt wieder zurück. Und ich glaube, können wir erst nach der Schlacht machen. Das werden wir dann, also hier unten können wir leider nicht hin. Dann erkunden wir da oben weiter. Genau, ihr seid ausgeheilt. Ich würde sagen, ihr bleibt dann auch hier. Hier ist Ende. Ich reite trotzdem nochmal dahin. So, die werden sich jetzt auf den Rückweg machen, dorthin. Damit würde ich jetzt mal behaupten, sind wir jetzt relativ sicher. Jetzt könnte man den Heureka, das hier als Heureka nutzen. Plus 25 Wissen. Ich denke mal, das wird gespeichert. Aber ich will es nicht riskieren. Deswegen nutzen wir das erst in der nächsten Runde. Weil wir haben das ja gleich zu Ende erforscht. Hier, das ist immer noch ein bisschen schade, warum wir da diese Wissen nicht angezeigt bekommen. Aber vielleicht hat das ja alles seine Richtigkeit. So, in der nächsten Runde müssen wir entscheiden, bauen wir den Müllplatz oder bauen wir das Aquädukt. Denn wir kommen dem Virus hier immer weiter entgegen. Dem Seuchenzeitalter. Russland ist in 8 Runden allerdings auch schon auf dem Weg zum Zeitalter der Könige. Die Krise des Seuchenzeitalters spitzt sich zu, wenn du die Hygiene vernachlässigst. Wenn das Bedürfnis sein Maximum erreicht, bist du gezwungen, das Zeitalter der Seuche als deine Zukunft festzulegen. Russland, offene Grenzen. Okay, das ist eine Drohung. Allerdings sind die sehr weit im Süden. Das ist für uns eigentlich kein Problem. Ich würde sagen, wir akzeptieren das. Ich glaube, es ist gegenseitig. Es war ein bisschen unfreundlich ausgesprochen, aber gut. Wir gehen hier auf den Transporter, um wieder schneller zu sein. Können uns jetzt erstmal nicht bewegen, aber sind, denke ich, trotzdem schneller. Und was das Wichtige ist, dass wir, naja, das habe ich verstanden, dass wir die Forschung erreicht haben. Und das ist jetzt in allen Punkten wichtig. Erstens, das Aquädukt bringt uns eben die Hygiene, die wir benötigen. Das müssten wir also schnell bauen, der Tempel in einer Runde. Danach sehen wir, wie lange wir brauchen. Der Ofen ist cool, den können wir in einer anderen Stadt bauen, dann machen wir noch mehr Nahrung, Mehl zu Brot.
Die Gemeinschaftsunterkünfte sind gut, weil wir brauchen Wohnraum, kostet zwar viel Unruhe, aber kann man, glaube ich, machen. Und wir können jetzt mehr Städte in einer Region bauen, beziehungsweise Städte weiter ausbauen, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe. Okay, so. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Technologie. Ich weiß auch schon, ich gehe, glaube ich, auf Bau. Einfach deshalb, um sicher zu gehen, im Notfall mir Mauern bauen zu können. Oder? Verhüttung ist auch stark. Eisen haben wir denn in der Nähe. Waffenschmied wäre auch ganz gut, um mehr Kriegs-EP zu bekommen. Aber Verteidigung finde ich auch stark, zumal wir dann nochmal mehr Erkundungs-EP bekommen, wenn wir unsere Holztürme auf Steintürme verbessern. Ach komm, wir gehen auf Bau. Pferde kosten nur 6 Runden. Aber wer will schon Pferde, wenn man eine Seefahrernation ist? Das machen wir nicht. So, wir reiten hier runter. Jetzt verwenden wir die Kulturkraft. Oder warte mal, ich probiere mal kurz was aus. Stadt gründen. Könnte man jetzt hier eine nächste Stadt gründen? Tatsächlich wäre eine Möglichkeit. Oder man kann wahrscheinlich die vorhandene Stadt irgendwie... Städte ein von zwei. Nee, man kann, glaube ich, tatsächlich eine neue Stadt bauen. Das ist schon ganz cool, ehrlich gesagt. Das ist schon auch sehr mächtig. Ja, nehmen wir das lieber für die Forschung oder für die Stadtgründung. Dann könnten wir hier das zusammenbringen. Wir könnten dann hier... Wir hätten zwei Hügel im Umkreis. Vielleicht hier sogar einen dritten. Dann könnte man hier so eine richtige Bergbaustadt platzieren. Würde mir auch sehr gut gefallen. Bisschen langfristig jetzt orientiert, aber gibt dann bestimmt gute Boni. Zumal wir dann hier Eisen abbauen können. Ich würde sagen, wir machen das. Wir nehmen die Kultur, um eine Stadt zu gründen. Und zwar hier. Halmstad ist gegründet worden. Das Terrain muss natürlich dann noch an uns fallen, aber das wird dann schon. So, hier fehlt es jetzt auch an Wohnraum und Hygiene immer schlimmer. In einer Runde wissen wir Bescheid. Wir haben jetzt 33. Wir könnten jetzt das Problem sofort lösen. Warte mal kurz. Wir gehen mal kurz in den Bau rein und schauen uns mal an. Das würde 7 Runden nochmal dauern. Also, wir brauchen noch 8 Runden. Da sind wir schon bei 20. Oh mein Gott. Warum haben wir jetzt plus 3 Krise? Ach so, weil das... Okay, nee, wir müssen die Müllgrube bauen. Es geht nicht anders. Tut zwar einer Seele weh, so viele Punkte dafür zu verwenden. Na, ich will das hier nicht umsonst weil rummachen, glaube ich, weil es vielleicht noch andere Boni gibt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es gerade gut, weil es dann noch einen Zusatzboni gibt. Ach komm, wir machen es hier. Müllgrube. So, damit haben wir jetzt das Hygienethema gelöst. 125%, okay. Jetzt können wir die Punkte wieder für was anderes ansparen. Und da ist natürlich die spannende Frage, wofür? Ah, es gibt so viele schöne Optionen. Also wir können hier eine dritte Försterei machen und dann sehr effektive Sägegrube haben, die uns dann richtig viel Produktion gibt. Ich glaube, das ist ganz cool. Wir könnten natürlich auch Brennofen bauen, um Lehm hier noch ein bisschen besser zu nutzen. Wir brauchen aber eigentlich auch diesen Wohnraum. Und für Wohnraum wiederum, ich glaube, das muss das nächste sein. Schaut euch das an. Da gibt es halt nur diese Gemeinschaftsunterkünfte oder diese Behausung. Und ich glaube, ich nutze da eher Gemeinschaftsunterkünfte. Ich glaube, das ist jetzt hier das größte Problem. Wir sind bei 50, bei 86. Wahrscheinlich müssen wir es hier sogar zuerst bauen. Also erinnere mich bitte dran, wenn wir 16 zusammen haben. Ja, das ist wohl das Beste. Gut. So, ansonsten haben wir alles bewegt.
Ich prüfe noch mal kurz, ob wir hier irgendwas tun sollten. Ja, wir sollten was tun. Wir sind bei Seefahrer so weit, dass wir die Schneckenhäuser oder Purpur machen können. Ein neues Gut auf Wasserbasis. Zeigt Schneckenhäuser. Freischalten Schneckenfärber. So, wo haben wir die denn? Oh, hoho, schaut euch das an. Okay, da können wir halt Färbemittel herstellen. Ich bin gerade am Überlegen. Wo wird mir das mal vernünftig angezeigt? Ist die Frage, was Färbemittel dann macht, ne? Sehen wir das hier irgendwo? Ja, hier. Schneckenhausfarben. Ja, bringt einfach mehr Vermögen. Okay. Ist halt was zum Geld verdienen. Hat für uns jetzt keine Top-Priorität, weil unsere Bilanz ganz gut aussieht, würde ich sagen. Krise sollten wir hoffentlich aufgehalten haben. Plus 3 ist jetzt echt nicht mehr weit gewesen. Nun gut. Was machen die 12 Einwohner? Ah, schaut mal. Hier muss aber noch... Ah, hier muss noch einer in der Müllgrube dann auch wirklich arbeiten. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ganz wichtig. Hier, zack. Jetzt haben wir erst diese Krise abgewendet. Hier muss auch immer weiter gearbeitet werden. Habt ihr... es sind Oliven wieder möglich. Tja, nehmen wir lieber Kulturpunkte oder nehmen wir lieber Oliven? Wobei hier Oliven ist eigentlich gar nicht mehr so sinnvoll, weil wir immer noch bei Nahrung Maximum sind. Hier drüben brauchen wir auch keine Oliven. Ne, ich glaube, wir lassen das mal mit Oliven. Uns reicht da diese eine Geschichte. Das ist schon ganz okay. So, insofern könnten wir den auch unternehmen, weil wir... Wo hast du den jetzt eigentlich hingepackt? Wir brauchen nämlich gar nicht so viel Nahrung. Warte mal, wir schließen das mal alles ab. Hier, in den Wald kannst du mal bitte runtergehen. Ach, der ist da oben hingegangen. Kriegen wir nämlich noch ein bisschen Produktion. Wir haben immer noch 200%. Und dann kannst du auch in den Hügel hier gehen. Wir haben immer noch 200%, aber unsere Produktion hat sich nun mal deutlich verbessert. Auf plus 18. Ja, das ist gut so. Vielleicht logge ich das sogar überall ein, dass wir das immer händisch unter Kontrolle bringen. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Hier ist das so, wie ich es haben will. Ja, perfekt. Okay, dann beenden wir erstmal diese Folge und sehen uns in der nächsten wieder. Siedler erstellen ist auf jeden Fall ein Thema. Wir bekommen plus 5. Das sollte also nicht so lange dauern, dass wir hierhin... auch hier nochmal ordentlich Schneckenhäuser, dass wir da den nächsten Vasallen bekommen. Gut, so machen wir das. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwallen.